So, vom Grau in Grau geht's hoffentlich ins Weiße im Tessi mit Ulrike und Annette und Frau Elli. Warte mal. Elli hat es ganz schön gemütlich. Ne, Schneckilein? Rostockhafen. Eigentlich wollten wir erst um 13:30 fahren, aber wir sind so schnell heute, dass wir schon um 11:15 loslegen. Ja, und im Easy Market waren wir auch. Oh, das kann man jetzt gar nicht sehen. Leider. Und da ist so ein bisschen was. Da habe ich nicht gefilmt, weil wir so eilig waren, damit wir die Fähre kriegen. Das ganze Auto ist voll Alkohol gestopft. Ja. Wieso? Haben wir doch gar nicht. Nach hinten gehen. Schlappenaufkleber, wenn ich richtig. Stimmt. Kennt jemand den? Verträge, dass er. Sieht aus wie ein Steampunk-Schiff. Rauchen ist schädlich. Fangt gar nicht erst damit an. Also gerade waren wir im Travel Shop, da haben wir aber nicht gefilmt. Da ist alles arschteuer. Da kann man echt besser im deutschen Supermarkt einkaufen. Erster Stopp. Wir brauchen mal ein bisschen Strom. Und Elli muss Pipi. Das ist hier der Supercharger in Köge, heißt das wohl. Ganz nett. Überdacht. Finde ich ja immer cool. Aber ansonsten ist ein bisschen hässlich hier. Untersagt. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Jetzt machen wir erstmal gleich in den Öresund-Tunneln.
Ostsee. Ostsee? Nordsee. Das stimmt, das weiß ich noch. Wir haben Kegelschwester Krimel und so ein Quatsch. Wir haben eine Pyramide aus leeren Bierdosen gebaut und so ein Quatsch. Nee, da war so eine Krabbe vorne aus Blech und die habt ihr aus Blech müssen lassen. Weiß ich nicht. Wo ist denn Annette? So, wir laden schon wieder nicht, weil wir müssen. Wir sind jetzt 100 Kilometer gefahren. Aber wir wollen jetzt essen. Also laden wir. Das ist jetzt der Supercharger in Lödelschöppinge oder wie auch immer das hier so heißt. Und da hinten ist ein toller Chinese in dem Maxi. Da waren wir schon mal. War ganz cool. Wir laden schon wieder den Kopf da holen. Da hinten ist so ein Hotel. Teuer. Aber wenn es hell ist, sieht es hier echt ganz hübsch aus. Moin moin. Wir sind in Orsa laden. Die ganze, nee, gar nicht die ganze Nacht gefahren. Haben wir irgendwie 3 Stunden Pause gemacht. Von 2 bis 3, ein bisschen gepennt im Auto. Ja, geht langsam voran. Für 30 Kilometer braucht man auch 30 Minuten. Schon heftig. Aber bald sind wir da. Jetzt haben wir noch irgendwie, oh, warte mal, wo steht's denn? Irgendwas mit 300 Kilometern. Ist ein Elch. Elch. Ja, haben sie wohl recht. Die Deutschen sehen Elchen flippen aus. Tschüss, Elch. Cool, Elch. Ne? Wie groß der ist. Ja, der ist groß. Aber ich weiß gar nicht, ob man den auf der Insta jetzt so sieht. Das hatte früher irgendwas zu tun mit dem Stand. Mhm, stimmt. Irgendwie Beamte hatten gelbe Häuser und irgendwie so, keine Ahnung. Rot ist, glaube ich, Standard, das durfte jeder. Mhm. Und blau und so, das waren dann schon irgendwie andere Leute. In 300 Metern Leute. Leicht nach links auf Kufbüfäden abbiegen. Machen wir.
letztes Mal laden, bevor wir in Gräfterweilen ankommen. Hochkommen oder so ähnlich heißt das hier. Wurst, wie sieht der Karren aus? Einkaufen waren wir auch gerade, aber das habe ich nicht gefilmt. 144 Euro. Schöne Sachen. Dafür muss der Hund gerade mal vorne mitfahren. War es aber nicht so schnell. Der Ulrike meinte, der fährt einmal lang und macht glatt und dann zieht er einmal eine Loipe. Sie hatte das schon gesehen. Aber eben hat er ja nur glatt gemacht. Geneckt. Genau. Die hat einen Stock. Ein Baum. Was für ein blauer Himmel, ja? Ja. Ich merke auch so ein bisschen die Sonne. Ja, so ein bisschen rot. Richtig krass schon, merkt man hier. Nur so, beim Schiefer kriegt man immer so schnell Sonnenbrand. Ne? Die sehen ja auch immer komisch aus. Ja, Sonnenmilch habe ich halt aber auch nicht dran gedacht. Ulrike muss wieder Blödsinn machen, ne? Ich dachte, sie klettert jetzt da hoch und fährt da runter. Kann, steck dir doch hier oben rein in die Jacke. Elchhaare, riech mal dran. Das Bad schlechte hier. Ja, stimmt. Das ist Bad schlechte hier. Kannst du gut zum Feuer machen nehmen. Oder wie Tierhaar auf jeden Fall. Ja, aber das ist sind schon. Überall. Und da oben ist man dann auch kein Elf mehr. Nee, die sind doch echt aus wie Tierhaar. Oh Gott.
So, jetzt ist entspannt. Das sind jetzt Guidos. Ja. Was ist denn hier los? Warum geht das denn jetzt nicht? Weiß ich nicht. Das sieht gut aus. Aber ich glaube, das geht. Ja. Und dann diese hautengen Anzüge, war schon schick. So, jetzt bist du drinne. Dann geht das weiter. Junge. Hier ist die Baumgrenze. So, auf geht's. Ich lenk mit Arschbacken. Elli, langsam. Ja, bin ich allerdings auch. Da sausen die Skifahrer runter. Das Schönste, was ich je gesehen habe. Um Gottes Willen. Ha? Außer dachte, Norwegen. Norwegen war auch geil. Ich dachte, das wäre ich. Ach so. An Naturlandschaften. Du bist ja auch eine Naturlandschaft. Ja, danke. Die fahren da hinter uns lang. Da. Da fahren die lang. Jawohl.
So rein. Geht zwar nicht. Ich glaube nicht, dass sowas in Österreich auch so geht. Naja, dass man hier so ein Stück Garten hat, ein Skiabhangsgarten. Da sind Leute, da habe ich auch keinen Bock drauf. Wow! Ei, ei, ei. So, schon die ersten zweimal den Schnee geküsst. Nützt ja nichts. Oh, Elli, geh ab da! Du Rabenköter! Ja. Ja, ich verstehe kein Wort. Was? Was hast du gesagt? Da jetzt den Berg runterfahren willst, dann fahr hier. Lass mich ein bisschen bremsen, weil in der Spur kommt er gar nicht mehr raus. Ach, da kommt der Schlimme erst noch. Ich dachte, der wäre das jetzt gerade gewesen. Da lege ich mich noch mal. Ja. Aber so eine schöne frische Loipe ist auch schön. Ja, auch da verstehe ich nicht viel. Oh, Scheiße. Wow, wie gemacht das? Ich bring mich um. Nö. Jetzt habe ich schon so oft gelegen. Der Storch im Salat ist nichts dagegen. Ja, das kracht immer ganz schön in meinem Rücken, wenn ich mich aufs Maul packe. Das wollte ich jetzt nicht. Geht das jetzt? Meinst du, das schaffe ich? Meinst du, das schaffe ich jetzt? Ja, sehr. Ich glaube, da war noch nicht dran. Obwohl es langsam
Oh, shit, ey. Ganz entspannt hier und jetzt. Ja, warte mal eben. Auf jeden Fall könnten wir jetzt hier, wenn wir ein Steak und Bier mit hätten, grillen. Freundin Olga! Erstmal gucken. Sieht schon ein bisschen brutal aus. Ob ich das schaffe, das wissen wir nicht. Ging. Man wird ja auch besser mit der Zeit. Mann, ist das eine Buckelpiste. Wie viel Schnee. Müssen wir da jetzt auch lang? Hinter den her? Naja, dann. Ach so, weil da noch mehr sind. Elli, weitergehen. Lauf, du Schnecke. Wie süß, ey. Das ist ja der Hammer. Ist ja eklig hier. Hey. Boah, Alter, so keine Bremslichter. Oh, hier ist aber kälter, ne? Chefin weiß Bescheid. Oh, Elli, mitten auf die Spur. Das ist echt blöd. Das stinkt auch noch.
Ja, aber ist ja die Sache, was mache ich mit dem Beutel, wenn ich die Kacke jetzt mitnehme? Kann ich mir doch nicht in die Hosentasche stecken. Und so viele Kackhaufen, wie wir hier schon gefunden haben. Normalerweise nehme ich einfach alles mit. Aber ist echt schwierig, hier gibt es auch keine Mülleimer oder so. Stopp, Elli, hier. Hier bleiben. Na. Stopp. Just a moment. Ich hab sie. Nee. Ich hab sie. Ich lass sie trotzdem jetzt nicht mehr. Ja, okay. Okay, wir sollen fahren. Bleibst du hier? Elli, geh mal schon an. Hör auf jetzt.
Elli, mach ordentlich. Ich gehe mal hier lang. Huh, was war das? Sorry, we don't understand you. We don't speak Svenska. Hey! Elli! Okay, goodbye. Bye. Yeah, it's better. Bye bye. I have very bad influence with the other dogs. Yeah. Last time I met one. Yeah, so yeah. She has been, a dog was jumping on her. Ah, so. And now she's angry and afraid. Okay, I understand. Bye. Bye. Have a nice day. Elli, du bist ein Braten. Haben wir sogar mal eine Runde getroffen, ist ja der Wahnsinn. So. Warte, ich komme. Zweite Abfahrt des Tages. Abfahrt. Warte, ich höre dich nicht. Oh, Schätzi, ich habe jetzt schon wieder Schiss, ey, Alter. Mich jetzt bestimmt. Oh, nee. Ach, scheiß drauf, ey. Maulen wir uns. Oh, scheiße. Locker. Locker bleiben. Scheiße. Oh, ich stehe noch, es ist unglaublich. Oh, es war geil. Oh, aber ich habe Schiss gehabt. Schiss gehabt. Es war schnell. Aber sonst geht es. Aber das, die Schlimme kommt erst noch, ne? Na, mal gucken.
Die Lampe wurde bezahlt von Mila und Frederik Wiede. Ich wüsste gern mal, was so eine Lampe kostet. Ab geht die Luzi. Hab mich verstochen. Fenster. Wir könnten da noch eine Lampe kaufen. Ein dunkles Loch. Hä? Die ist kaputt hier. Die hat keiner bezahlt. Da bin ich froh, dass es noch nicht ganz dunkel ist.
Wenn hier jetzt was aus dem Wald gesprungen kommt, siehst du auch nicht. Das stimmt. Nein. Ein Bär, die schlafen jetzt. Was? Nein, da kann auch wirklich kaum was laufen, das würde ich auch sagen. Ich mag so ein altes Rentier. Mit dem breiten Latschen. Momo und Popas Stolpe. Lustig. Ja, ich glaube, das heißt Mama und Papa. Würde ich so vermuten. Momo und Popa. Todesbahn. Ich bin schon fast am Ende der Tour. Ach, meine Was? Ja, und ich glaube, wir waren ganz schön fix. Oh. Reicht mir aber dann jetzt auch. Oh. Kilometer. 52 Minuten oder was heißt das jetzt? Das war geil. Oh, ich habe jetzt auch Rücken. Oh, ist immer bestimmt, dass du morgen. Ich muss gerade halt einmal gucken. Das war jetzt so.
Oh, ja. Hosen voll. Ich stehe noch. Thank you.
Jetzt mache ich doch noch schnell die Roomtour, die es nicht gab. Jetzt, wo wir abreisen. Das war echt ziemlich cool. Muss ich sagen. Zeit vertreiben, ne? Yes. Ja. Hier wird ich nicht fest. Thank you.
Jetzt. Hat der jetzt gelacht? Hallo Ostsee. Unruhiges Ding. Du stimmst ja gar nicht auf. Nö, so schlimm. Vor allem, weil da draußen ist ja fast gar nichts. So, und wir? Fahren einfach mal mit. Wir stellen uns hier an den Rand, ne? Zwischen den E-Copies. Gut. Mitten zwitschern der Elks. Der muss ja nicht mehr in seinen Kofferraum, ne? So, du bist ja dreckig. Fahrzeug beträgt ca. 2 Stunden. Während der 2 Stunden haben Sie die Möglichkeit, im Restaurant oder im Frühexpress zu speisen. Jawohl. Auf Deck 7 befindet sich der Schaberschop und der Parfümerie. Der Schaberschop öffnet erst 25 Minuten nach der Abfahrt. Die Parfümerie ist bereits geöffnet. Während der Überfahrt ist es nicht gestattet, sich auf dem Außendeck umzuhalten. Dieses ist geschlossen und das Rauchen ist nur auf Deck 8 außen gestattet. Für den Moment sagen wir danke, dass Sie sich für das Scanner entschieden haben und wünschen Ihnen noch eine angenehme Überfahrt. Aber können Sie da hinten hingehen, so? Guten Morgen, Herr Passagier, wo es ganz ein Unterschätzung und Sie willkommen auf dem Fern. FSB-Lied, Seite, wo es sicher so ziehen. Guten Morgen, wo es wie Sie Restaurant, Erik, in Q-Express. Ich finde deine Schürze immer so süß an. Oh, da ist nichts frei. Da liegt Essen. Nee, niedlich. Passengers, good morning. On behalf of the captain and the crew, we'd like to welcome you aboard on the ferry FS Berlin. The crossing takes around 2 hours. During the crossing, you have the opportunity to eat in the restaurant on the food express. Unterwegs. On the seven, you find also the travel shop and the perfumery. The travel shop opens 25 minutes after departure, and the perfumery is already open. Der Captain, der muss erstmal einen Schluck trinken. Der Captain muss erstmal einen Schluck trinken. Ja, so verstöpfert ist. For the moment we say thank you for traveling with Scanlines and wish you a nice crossing. Thank you. Mein Finger. Gehilkenflöken. Hallo, mein Schneckchen. Hallo. Hallo. Wo willst du denn hin? Ist der fest? Ja. Sag mal was. Ich kann. Oh Gott. Ich kann nur fragen. Du darfst da mit hin, wenn du möchtest, Mama Hobby. Da dürfen wir mit Hund nicht rein, deshalb sollen sie es selbst essen. Elli? Miau. Elli? Jetzt nicht, ne? Miau.
Da geht's nicht hin. Miau. Miau. Muss die Mutti dich beschützen vor der bösen Miezekatze? Miau. 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 So, jetzt mal ein Spaziergang ohne Schnee. Elli kann wieder stöbern. Aber zu Hause sind wir immer noch nicht. Aber schon 24 Stunden unterwegs. Aber gleich sind wir zu Hause. Gleich. Cool. Das ist alles Zunder, meinst du? Das ist Zunder schon. Jede Menge. Da ist Schmetterlingstramete. Nee, das ist ein Schichtpilz. Das ist keine Tramete. Flugscheißer. Elli, komm. Ja, was sollst du denn machen, wenn du es nur mal weißt? Ja. Hat sie schon? Mhm. Hat? Ja. Hat schon. Wow. Hast die Wurst schon freigelassen, ne? Schoko-Auto hat gehupt. So, bis gleich. Jo, jetzt sind wir wieder zu Hause. Durchgebrettert. 25 Stunden. Der Wahnsinn. Nachbarn, kommt auch schon gucken. Wir haben jetzt Rückfahrt 1375 Kilometer und Verbrauch 212 Kilowattstunden für... Ah ne, warte mal. Im Durchschnitt. Ne, 292. Naja, wenn es jemand interessiert. Na, ach guck mal hier. Hey Diggi. Hi Kasi. Alter. Alte Schnasselbacke. Hi mein Süßer. Alter Quatschkopf. So, erstmal die Chaosbude hier ausräumen. Jo, das war's. Bis demnächst. Fertig.